Jo Leute, willkommen bei Masker C, Team Associated, der SC10 Pro 2 Short Course Torque 2WD. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie ich das Teil jetzt unboxe, dann bleibt einfach dran bis nach dem Intro. Ja Leute, wie ihr seht, habe ich mir wieder was Neues gegönnt. Und zwar ein Short Course Torque 2WD. Brushless Motor, komplett ready to run das ganze Fahrzeug. Lackierte Karosserie, alles schon fertig. Fernbedienung ist auch mit dabei. Ich drehe mal den Karton ein bisschen zur Seite. So seht ihr das Fahrzeug schon mal hier von innen. Ja, wir haben auf jeden Fall Metallgetriebe Servo verbaut, 7 Kilogramm. Ja, wir haben einen Regler 2S und 3S fähig mit einem Anschluss für T-Plug. Dann, was haben wir noch? 3300 kV Brushless Motor ist verbaut. Aluminium Stoßdämpfer, Heavy Duty, Getriebebox. Ja, Leute, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich packe das Teil jetzt aus. Ich mache einfach jetzt mal Magic. Ja, da steht er ausgepackt da. Folie machen wir mal ab. Kleiner Drop-Test. Jawohl. Schauen wir gleich mal unter die Karosserie. Ne, wir schauen uns erst einmal die Karosserie nochmal im Gesamten an. Oh, finde ich sehr geil. Ihr könnt da noch schöne Aufkleber drauf machen. Das ist alles hier lackiert. Aufkleber ist nur das Teil hier vorne. Die Sticker hier an der Seite. Der Rest ist alles lackiert. Ja Leute, Optik wie gehabt, Shortcross-mäßig. Ja, hier noch für die Startnummern. Ja, schauen wir mal unter die Karo. Lipse ganz normal wieder befestigt hier mit Splinten, wie man das kennt. So Leute, die Karosserie noch mal von innen. Hier die Nummernschilder, die Startnummernschilder sind richtig hier verschraubt von innen. Ja, bevor wir hier auf das Innere des Fahrzeugs eingehen, zeige ich euch noch was dazu war. Die Funke, klassische RTR-Funke, könnt ihr einstellen, die Steering Trim und die Trottel Trim, könnt ihr ganz normal wieder oben einstellen. Moosgummi am Lenkrad, Optik, ja, passt, würde ich meinen. 4 Doppel-A-Batterien, ja, denke ich mal, die wird ihren Job machen. So, was war noch dabei? Ja, Anleitung. Mit ein bisschen Werkzeug. Ja, gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ich mache es einfach mal auf den Beutel. Ja. Zertifikat. Ja, wer sich dafür das Auto interessiert, verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung, wo ihr den kaufen könnt. Ich glaube, der Preis war, glaube ich, um die 330 Euro. So, hier haben wir die Anleitung. Ja, Quick Start, Anleitung, wie die Funke hier, schöne Explosionszeichnung bzw. ganzen Artikelnummern von den Ersatzteilen. Wunderbar. Anleitung für die Funke. Ja, diverse Tuning-Parts, Servos und so weiter, ein bisschen Werbung. So, das Werkzeug, ja, einfaches Werkzeug, wieder ein paar Imbusschlüssel, Radmutternschlüssel. Ja. Man hat auf jeden Fall den Werkzeugkoffer einfach rein, da hat man immer was mit. Ja, was haben wir hier? Den Stoßdämpfer zum Einstellen. Und so wie es hier sieht, noch eine andere Karo-Halterung. Ja, dann noch ein Teil zum Binden der Funke oder zum Kalibrieren im Endeffekt, wenn euch die Verbindung abgerissen ist oder was auch immer, wenn ihr den Regler neu einstellen wollt. Ja Leute, so sieht der Gute von innen aus. Der Regler, hier sitzt die Empfängerbox gleich daneben,
in der Mitte ein sehr großes, geräumiges Akkufach. Mal gleich mal probieren, was man da für Geräte reinbekommt. Hier habt ihr einen großen Schaumstoffwürfel noch, den könnt ihr euch natürlich noch dementsprechend anpassen. Hier ist der 7 Kilo Metallgetriebe-Servo verbaut. Ja, ansonsten sieht man hier schön Pimmelball-Aufhängung. Gucken, ob ich euch besser zeigen kann. Da seht ihr es. Aluminium-Stoßdämpfer. Oh, hier wäre ich, glaube ich, noch ein bisschen, könnte man ein bisschen härteres Öl reinmachen. Hinten, die geht eigentlich, finde ich. Ja, ganz normal hier die Stoßfänger hier an der Seite, wie es beim Short Cross Truck so üblich ist. Der Motor natürlich hinten. Ja, der Brushless Motor 3300 kV sitzt hier hinten. Metallantriebswellen. Sturzspur könnt ihr einstellen hier auf jeden Fall. So macht er erstmal einen ganz guten Eindruck. Sehr aufgeräumt. Hier der An- und Ausschalter. Ja Leute, ich will gar nicht hier großartig drumherum schnacken. Wir schauen uns den ganz normal kurz von unten an. Ja, schön glatt, eine Ebene. Jawohl Leute, so, ich hole mal ein paar Akkus her und dann gucken wir mal, was da für Akkus reinpassen, weil das ist im Endeffekt ja auch mal sehr interessant zu wissen, ob man die gängigen Akkus, die man gerade zu Hause hat, auch alle da reinbekommt. Ja Leute, ich habe einfach mal einen 2S und einen 3S Lipo geholt, Hardcase, und ich denke mal, wenn man den 3S reinbekommt, dann ist alles super. Weil das ganze Fahrzeug ist ja auch 3S fähig. Moment, das war der 2S. Wir wollen mal gleich mit dem 3S loslegen. Ja, der passt auf jeden Fall rein. Wackelt auch nie. Also optimal auch der Schaumstoffwürfel. Schon zurechtgeschnitten für ein 3S Hardcase. Ja, das sind 5200 mAh 80C. Kriegt er hier ohne Probleme rein, wie ich sehe. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, also das passt. Brauchen wir eine 2S logischerweise gar nicht erst probieren. Wenn der 3S schon reinpasst, ist das alles super, würde ich meinen. Ja, wenn ihr, glaube ich, auch mal längere Strapse reinmacht, könnt ihr auch noch dickere Apparate reinmachen. Wie gesagt, den Würfel könnt ihr euch ja auch noch verstellen, beziehungsweise zurechtschneiden, wenn eure Akkus ein bisschen länger sind. Ja, machen wir das ganze Teil mal an. Funke. Machen wir noch Batterien rein. Wie gesagt, 4x Doppel-A Batterien. So, verbinden wir mal. Und da schauen wir mal, ob er wirklich ready to run ist. Jawohl, der Lüfter läuft schon mal. Ich werde den guten mal hier hochstellen. Hier ist er hier mit eurem Tischwert. Oh, könnt ihr das besser sehen? Lenkung funktioniert. Vorwärtsgang. Oh, die Reifen blähen ganz schön. Oh, sind doch relativ weich. Aber ich habe ja auch noch andere Räder da. Da können wir auch gleich mal probieren, ob die drauf passen. Ja. Rückwärtsgang funktioniert auch. Schauen wir mal, wie der Servo arbeitet, wenn er ein bisschen Widerstand hat. Ja, der Tisch ist relativ glatt, aber trotzdem funktioniert gut. Zumindest macht es erstmal einen guten Eindruck. Also, geil. Dann
kann ich euch das Lenkservo-Horn hier noch ein bisschen zeigen, wie das arbeitet. Ja, wir probieren mal, ob wir hier andere Räder problemlos drauf bekommen. Ja, und zwar habe ich mir hier die Lois Turbo besorgt. Schauen wir mal, ob die hier einfach so drauf gehen. Müsste aber die gleiche Aufnahme sein. Hier mal zum Vergleich. Die sind auf jeden Fall ein bisschen fester hier. Die sind sehr weich. Also die passen super drauf. Ja Leute, wie gesagt, die Räder passen sehr gut drauf. 12 mm Sechskant, Lois Turbo. Ich werde die Dinger mal wieder abmachen jetzt, weil wir wollen ja noch einen Speed dran machen und den wollen wir natürlich im Stock Originalzustand machen. Nach dem nächsten Video werde ich mit euch rausgehen und schauen wir mal, wie er sich verhält auf 2S und auf 3S, was er für eine Geschwindigkeit macht. Also ich denke mal vielleicht auf 3S, dass er so um die 70 fährt, also hoffe ich jetzt mal so. Schauen wir mal. Ansonsten Leute, ja, macht das Ding einen sehr guten Eindruck, die Verarbeitung ist wirklich gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich will damit auch hauptsächlich auf Strecke fahren mit dem Fahrzeug. Wie gesagt, andere Räder habe ich ja schon. Mal schauen, was ich sonst noch an Tuning verbauen werde oder auch nicht. Wenn es nicht nötig ist, mache ich das natürlich auch nicht. Ja Leute, soweit so gut erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wieder einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.